Moin Moin und hallo! Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht nicht auch noch den Teil, der danach folgte, spielen soll. Mal sehen. Ich weiß übrigens gar nicht, hatte ich in den letzten Folgen eigentlich diesen komischen Holzbalken hier aktiviert an den Seiten? Ich glaube nicht. Lassen wir ihn einfach mal weg. So, ist jetzt auch nicht schlimm. Gut, was wollte ich machen? Ich hatte mir hier einmal, Okay. Oh, ja, genau. Ich habe hier noch was vergessen. Und zwar, den einen Schrank hier haben wir gar nicht geöffnet. Wir haben nur den geöffnet. Der hier ist ja oben auch grün. Was ist Schrank? Ja, öffne Schrank. Aha. Und was ist da drin? Taschenlampe. Das ist aber eine sehr große Taschenlampe. Dartkassette, Cashcard, Klebeband, Taschenlampe, Leiter, Münze, Helm. Okay. So, gut. Das heißt, die beiden Mädels können jetzt wieder erstmal ihren Helm angucken. Hier steht 55 Minuten Sauerstoff übrig. Zieh an Helm. So. Und dann einmal rüber zu zu Leslie, die das Besenwesen hat. Lesen wir auch einmal den Helm. Hier steht 55 Minuten Sauerstoff übrig. Na, dann ziehen wir den nochmal an. So, zack. Dann können wir einmal schließe Tür. So. Und dann öffne die Tür. Tür zum Mars. Okay. Jetzt ist auch hier kein Sauerstoff mehr. Ich habe nämlich, glaube ich, was im Wagen vergessen. Also ich weiß gar nicht, können wir eigentlich hier irgendwie Raumbus, Tür, können wir den eigentlich öffnen? Nö, können wir nicht. Aber hier drin, Rekorder. Ohne mich, Melissa würde mich umbringen. Ja gut. Den dürfen wir nicht mitnehmen, den darf nur Melissa mitnehmen. Das heißt, wir müssen Melissa auch die Dartkassette geben. Ich habe nämlich ein paar Sachen vergessen. Wir schließen erstmal die Tür. Ah. Nimm ab Helm. Ich habe den Helm abgenommen. So, dann gehen wir wieder rüber zu Leslie. Nimm ab Helm. Ich habe den Helm abgenommen. Dann benutzen wir einmal unseren den Sauerstoffhahn. So. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Und Melissa benutzt auch nochmal den Sauerstoffhahn. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Ja, das ist nämlich wichtig. So, jetzt können wir natürlich... Moment. Benutze Dartkassette mit Rekorder. Moment, das ist ein Rekorder. Damit können wir nur aufzeichnen. Okay, sie konnte den Rekorder mitnehmen? Moment, hat die andere nicht eben gemeckert, dass... Ich dachte, Leslie muss den mitnehmen. Oder war das Melissa? Nee, stimmt, Melissa. Melissa musste den mitnehmen. Aber das Problem war, eigentlich wollte ich den Rekorder da nicht wegnehmen, sondern ich wollte die Kassette hier, aber naja, egal. Gut, wir gehen einmal zurück zu... ich weiß gar nicht, auf dem Mars? Okay. Apropos, haben wir eigentlich schon im Lotto gewonnen? Das wüsste ich nämlich gerne mal. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das große Los gezogen! $10,000! Wow! Geil! Kommen Sie, ich gebe Ihnen den Gewinn! Geben Sie mir Ihr Los und Ihre Cashcard! Ja, bitte. Was für ein Glückspilz! Ja, wer hätte das gedacht? Wir haben im Lotto gewonnen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Aktuell haben wir deinen Laden schon leer geräubert. Das Einzige, was wir machen könnten, ist halt Sachen hier quasi... Melissa geben? Melissa? Nee, Moment. Annie geben. Und Annie verkauft die Sachen dann. Wo ist Annie eigentlich? Okay, Annie ist in Stonehenge. Ja gut, was hat sie denn noch auf der Cashcard? 1311. Okay. Gut. Da muss Zack dann wohl die Tickets kaufen.
Das funktioniert, also Zack kann auch die Tickets kaufen. Ja, was ich übrigens noch nicht gemacht habe, ist... Nee, stimmt, den Zack-Fanclub hatten wir schon. Aber ich muss nochmal zum Bermuda-Dreieck. Denn wir können jetzt Tiere übernehmen. Und, ja, es gibt da so eine Sache, die wir unbedingt machen müssen. Was wir beim Alien-Raumschiff nicht gemacht haben. Wir sind also nicht mit dem Piloten, sondern wir haben ja einen Fallschirm. Und das hat er ja nicht umsonst gesagt, dass wir einen Fallschirm haben. Also sind wir da noch nicht abgesprungen. Und jetzt haben wir ja auch den blauen Kristall. Wo ist denn der? Sauerstofftank, Sitzkissen, blauer Kristall. Benutze blaue Kristall auf Bus. Es funktioniert nur mit Tieren. Ja, genau. Wir können uns in Tiere hineinversetzen. Wir könnten uns in das zweiköpfige Eichhörnchen... okay. Benutze... klopfen wir mit dem Haarnadelschild. Oh, Sie sind's wieder. Kannst du einsteigen? Ja. Benutze... Rup. Okay, benutze Cashcard in Cashcard-Leser. Katsching! Also los geht's! So. Irgendwie habe ich wieder vergessen, welche Stimmen ich vorher hatte. Ticketautomat. Steht da noch irgendwas drin Neues? Ist Stonehenge genügend gesichert? Ja, weil die Schlagzeilen ändern sich während des Spiels, wenn man Sachen anstellt, wie zum Beispiel Stonehenge überfallen. Aber Stonehenge... folgendes. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, leider. Das wird dann Zukunfts-TBM vielleicht irgendwann beim Let's Play einblenden in, es gibt ein PDF, das ist bei diesem, bei dieser Version des Spiels beigeliefert. Da sind die Original-Scans von den Originaldokumenten, die dabei waren. Denn bei Zack McCracken ist eine Zeitung dabei. Der National Enquirer, glaube ich. Und dort sind, sind Artikel, die Tipps im Spiel geben. Das heißt, liest man sich diese Zeitung durch. Was ist denn da gerade runtergefallen? Achso, mein Ladekabel. Mal wieder. Haben wir eigentlich von Annie Golfschläger, Werkzeugkasten, Tauchanzug, Schraubenschlüssel, Seil, Hut, Nasenbrille, Sauerstofftank, Haarnadel, Schild, Sitzkissen, Feuerzeug, Kristallscherbe. Genau, die haben wir von Annie erhalten. Habe ich überhaupt gar nicht beachtet. Da müssen wir uns noch eine zweite besorgen übrigens. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Benutze Ticketautomat. Wir wollten noch einmal zum Bermuda-Dreieck. Das heißt, einmal nach Miami. Was kostet das? $305. Ah, pff. Hau raus. So. Bunk. So. Einmal nach Miami. Einen angenehmen Flug später. So, da sind wir. Das heißt, einmal wieder den Ticketautomaten benutzen und dann das Cheapo-Billig-Flugticket über das Bermuda-Dreieck für nur $99. So, nach Kairo, Ägypten müssten wir auch nochmal. Da gab es nämlich auch irgendwas, was ich übersehen habe. Gut. Ich liebe das Bermuda-Dreieck. Sieht so aus, als ob du es auch magst. Oh ja. Hey, ich weiß einen guten Witz. Weißt du, warum ich Doppeldecker fliege? Nein. Doppelt gedeckt fliegt besser. Oh nein, nicht schon wieder. Up, Scotty. Ah, diese Effekte gab es damals noch nicht so in der Form. Das ist ja jetzt High-Class, High-Tech, MIDI und so. Ich hasse es, wenn das passiert. Wie war nochmal die Kombination? Blau, blau, türkis, türkis. Oh ja. Blau, blau, türkis, türkis. Kommst du oder bleibst du?
Ich würde sagen, ich bleibe. Wupp, ist er weg. So, die kennen mich ja schon. So, können wir dem eigentlich nochmal die Gitarre geben? Seil, Schraubenschlüssel, Tauchanzug, Golfschläger. Ich hätte nämlich gerne... Wo ist denn die Gitarre hin? Feuerzeug, Sitzkissen, Blaukristall, Kristallschere, Farmmast, Zellenschlüssel, Fallschirm, Gitarre. Gib Gitarre zu der King. Ja, Gitarre, es ist lang her, seit ich ordentlich Seite gezupft hab. Ja. Oh, ich fehl an nur einen Song. Upp. Nö, nur ein verstimmter Mager. Okay. Ja, der Text soll, glaube ich, nicht da drin stecken bleiben, aber... Ja, gut. Vor allem... Nee. Der King Bildschirm? Lies Bildschirm? Sieht aus wie die Erde. Lies Lottomat. So, mal sehen. Was sind die nächsten Zahlen? 5448. 5448 schreibe ich mir auf. So, fürs nächste Mal Lotto spielen. Wir brauchen ja bestimmt nochmal Kohle. Und das Problem ist, Annie spielt leider nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, ob wir Annie quasi, ob wir Annies Cashcard nehmen können und Zack dann automatisch ihre Cashcard benutzt. So, dann wollen wir uns einmal dahin teleportieren, wo wir noch nicht waren. Denn wir müssen ja auch alles irgendwann mal erkundet haben hier. Das heißt, Kuh, blau, Kuh, blau, Kuh, türkis. So, stellen wir uns hier hin und fahren mal Fallschirm, da haben wir ihn. Den müssen wir nämlich gleich benutzen. Weil ansonsten überleben wir das nicht. Oh nein! Ah ja. Ja? Ah, da. Begleiten noch ein paar Bildschirme. Ganz relaxed und entspannt. Splosh. Uff. Ich bin froh, dass ich das Sitzkissen habe. Damit halte ich es eine Stunde aus. Ja, das heißt, er kann jetzt hier eine Stunde chillen. Vor allen Dingen das Sitzkissen. Ja, deswegen muss man das mitnehmen, weil ansonsten geht er unter. Was ist das da hinten? Ich hoffe, das ist kein Hai. Ja, ich weiß jetzt natürlich, was wir machen müssen. Und zwar, wo haben wir sie? Wir haben ja alles gekauft, was es da zu kaufen gab. Die Tröte. Benutze Tröte. Das ist das einzige Lied, das ich kenne. Oh. Okay. Die Flosse ist weg. Ah. Oh. Kein Hai. Nur Flipper. Aber wir haben ja jetzt einen blauen Kristall, wo wir gelernt haben, da, benutze blauer Kristall auf, Delfin. In diesem Moment im Geheimzimmer. Es ist passiert! Es ist passiert! Was ist passiert? Naja, ein Teil des Geräts wurde entdeckt und ausprobiert. Wir müssen das Artefakt sofort finden. Jawohl, Sir. Sofort. Halt. Deine Verkleidung. Meine Verkleidung? Oh, fast vergessen. Mein Hut, meine Maßenbrille. Wie sehe ich aus? Es
hässlich. Genau wie ein Erdling. Gut. Bis bald.